machst du? Ich spiele Handpan. Siehst du nicht? Ah ja, Aber der Klang ist gerade nicht so der Hammer, oder? Was kann ich denn hier noch verbessern? Du schaffst es, glaub mir. Mach nur eine einfache Vorübung und dein Klang verbessert sich sofort. Aha, okay. Und welche? Schau, du klatschst jetzt einfach ganz locker mit einer Hand auf der Handfläche von der anderen. Und jetzt wechsel mal die Hände. Super. Und jetzt genau das gleiche führe nur mit einem Finger aus. Okay. Ob es Zeige- oder Mittelfinger ist egal. Hauptsache, das ist der Finger, mit dem du am liebsten Handpan spielst. Und jetzt übertrage den Anschlag auf die Tonfelder der Handpan und spiele mehrmals auf demselben Tonfeld. Ganz leicht und locker. Denk dran, dass du mit dieser Fläche hier neben dem Fingergelenk spielst und nicht mit der Fingerspitze, okay? So? Jawohl, schon viel besser. Ganz leise und ganz locker. Springe auf dem Tonfeld. Das klingt schon viel besser. Mach mehr mit der anderen Hand. Und jetzt zum Wechsel. Hauptsache, du bleibst ganz locker und spielst ganz kurz auf dem Tonfeld, ohne das zu dämpfen. Je weniger und kürzer der Anschlag ist, desto mehr schwingt das Tonfeld. Okay, das ist schon viel besser. Und jetzt bau das Ganze in das Stück ein. Super, dein Klang ist schon viel besser geworden. Danke, das ist auch viel einfacher zu spielen. Folg mir und lerne mit Kristall Handpan App.